Herzlich willkommen wieder zurück bei Folge Nummer 9 von Watch Dogs Legion. Mein Name ist Christian Ische 3000. Ich begrüße euch bei einer weiteren Folge. In der letzten Folge haben wir das Polizeirevier erfolgreich ausgeraubt oder die ganzen Informationen beschaffen, die wir benötigen, um die verdeckte Person zu finden. Und wir sind jetzt hier angekommen an einem Bereich von den Albion, die halt irgendwie den irgendwo hier verwahren. Da oben steht er anscheinend. Und da werden wir jetzt gleich hingehen und mal gucken, den Kontakt von EPZ zu treffen und mal mit dem reden, was so alles abgeht. So, und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ich habe hier schon was gefunden, ein komisches Ding, also eine Kiste. In der letzten Folge, wo ich leider nicht rankomme, also die Tür kriege ich hier schon auf, aber ich komme hier nicht rein. Das verwundert mich. Hier unten haben wir einen Schacht. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wo dieser Schacht hinführt, ob wir da überhaupt hinkommen. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach raus und gucken wir das. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Reden wir erstmal mit dem hier. Was hat er zu sagen? Frischfleisch, hm? Willst du einen Drink? Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass das aus einer Badewanne kommt. Keine Sorge. Die erlauben uns unsere kleinen Laster hier. Das hält uns ruhig. Okay, bleibt mehr für mich. Man darf nicht wählerisch sein. Ich habe hier schon Ärzte, Anwälte und Verkäufer gesehen. Hier drin ist jeder gleich. Was meinst du damit? Jeder von uns wird entmenschlicht. Wenn es nach den Leuten auf der Straße geht, ist die Stadt wegen uns so am Arsch. Diese Wichser können uns daher alles antun, was sie wollen. Geht mir auch so. Und niemand tut etwas dagegen. Ach, wo ist DedSec, wenn man sie braucht? Könntest du das bitte wiederholen? Ach, nichts. Bloß Tagträume. Ich brauch wohl noch einen Drink. Halte dich von den Albion-Pissern fern, Grünschnabel. Und bleib nach Möglichkeit von der Klinik weg. Alles klar. Hey Bro, erklär mir das mal. So. Also unsere Kontaktperson ist da hinten auf jeden Fall. Ob man hier reinkommt. Das Medical Center, okay. Hacken. Okay. Das haben wir. Können wir das entsperren? Nee. Oh, scheint ja ein ganz schön kompliziertes Komplex zu sein. Wie ich hier merke. So. Gibt es hier vielleicht einen Eingang? Hier ist der Eingang, den wir suchen. Alles klar. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das, den Raum hier auf? Das ist ja die gute Frage. Wie kriegen wir diesen Raum auf? So, das führt hier hin. Können ja mal drehen. Okay. Dann haben wir das. Entsperren können wir das nicht. Also müssen wir das hier auch nochmal drehen. So. Aha. Entsperren. Drehen. Ich glaube, jetzt muss ich das nochmal drehen. So, kann man das entsperren. Genau, das entsperren. Und somit haben wir die Tür offen. Tada! So. Und somit können wir ganz schnell unser Spider-Roboter rausholen. Dieses Gerät ist so nützlich. So. Und dann schnell unsere Waren einsammeln, die wir hier hinten haben. Wie interessant. So. Ist das Teil von etwas? 1984, okay. Alles klar. So. Kapern. Zurückrufen. So. Gut. Alles klar, da haben wir hier alles eigentlich aus diesem Raum geklaut, was wir benötigen. Dann passt es ja. Und somit würde ich sagen, raus. Wir sollten eigentlich vom Medical Center wegbleiben, aber egal. So, da oben sehe ich noch eine Maske. Die ist hier oben. Kann ich da hochklettern? Alle Personen auf dem Gelände müssen zu jeder Zeit gültige Ausweise bei sich haben, um diese bei Aufforderung Mitarbeit
Mitarbeiter von Herbien zeigen. Okay. Ja komm, wir gehen hier einfach mal runter. Checken wir mal, was hier gibt. Oh, hier gibt es noch ein Dokument. Haha. Wir checken erstmal die ganze Gegend hier ab, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen. Weil, ja, wegen Gründe. So. Ah, null. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hinten hoch, weil da ist eine Maske, die will ich gerne haben. Die müsste dann einfach hier. Genau. So. Und was ist das für eine Maske? Okay. Hallo. Gut, wir könnten noch einen Dart spielen, wollen wir aber nicht. Da gibt es da drüben noch so ein Ballspiel anscheinend. Ey, das hier erinnert mich hier an Ready Player One hier irgendwie, das Gebäude hier. Die ganzen Strukturen. Aber okay, wir wollen ja erstmal zu dem. Das ist unsere Person, mit dem wir reden wollten. Was geht hier vor sich? Das hier ist schlimmer als ein Gefangenenlager. Jeden Tag sehe ich hier Leute, die von ihrem Zuhause, von ihren Familien getrennt wurden. Aber ich bleibe lieber und beobachte alles. Vielleicht kann ich manchmal helfen, so wie jetzt. Mein Gott, dieser Ort ist der Horror. Und die Regierung nimmt das hin? Hier könnte jeder einfach unbemerkt verschwinden. Ja, es sind auch schon Leute verschwunden. Laut den Akten wurden sie weitergeschickt, aber das kann nicht sein. Diesen Ort verlässt niemand. Und mit diesen Hyänen von den Kellys auf der Jagd bin ich nicht gerade optimistisch, dass ihnen hier irgendwer durchrutscht. War klar. Weil Mary Kelly ihre Nase in alles stecken muss. Aasgeier. Stimmt. Also wegen dem, den du suchst. Am besten fängst du mit der EPC-Datenbank an. Sie führen Buch über jeden Neuankömmling. Und sei vorsichtig. Alles klar. Dann muss ich wohl die Datenbank hacken. Ich schicke den Standort der EPC-Datenbank an deine Optik. War mal klar, dass er wieder da oben hin muss. Dahin muss ich. Mal gucken, wo, wie ich da hinkomme. Wir müssen auf jeden Fall hier rein. Hier wird es eine Datenbank geben, in der wir nach Angel Lopez. Ach, come on. Nein, nicht mit mir. Auf zu schießen, ich habe keine Waffe in der Hand, du Penner. So. Mensch. Okay. Nein, dann machen wir es halt einfach so. Dann mache ich einfach kurz einen Prozess. Und dann interessiert mich das dann weniger. So, wir müssen jetzt hier runter. Okay. Alles klar, hier liegen noch irgendwo Daten rum, genau. Sehr schön. Hier vorne auch irgendwo. Gut, schwärmt aus und findet das Ziel. Da drinne, okay. Okay, so haben wir das auch. Verdammt, ich glaube, die ist weg. Glaubst du? Es ist ja gar keiner mehr da. Aber alle drei ausgeschaltet auf einen Schlag. Naja, nicht direkt auf einen Schlag, aber so gut wie. So.
Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir jetzt da hochkommen. Okay. Gibt es hier eine Kamera? Oder muss ich mit dem Spider? Ja, mit dem Spider muss ich rein. Okay. Alles klar. So. Nach links? Nee, nach rechts. Sackgasse, okay. Wieso geht's da lang? Aber wir sollen ja einen Raum hier öffnen am besten. Na komm. Nein, nein, nicht zu mir. Ey, geht er mal weiter? Hat er nichts zu tun? Jetzt er sieht es erst und dann dreht er sich weg und hat es wieder vergessen. Alles klar. Ich sag dazu nichts. So. Als erstes tun wir das hier ausschalten. So, haben wir das auch immer alles aktiviert. Kann endgültig sterben. Wow, 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 wow. Also, ich bin sprachlos. So. Okay, sie hasst Sektek. Nicht gut. Gut, also. Dann machen wir mal unsere Arbeit weiter hier. Und 100%. Komm schon, Berkeley. Sag mir, dass du was gefunden hast. Habe ich. Seine Akte wurde wie hunderte andere aus der Hauptdatenbank gelöscht. Aber es ist alles belegt. Selbst bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit erledigt die Regierung ihren Papierkram noch ordentlich.
Es gibt eine Aufnahme namens Ausgangsinterview. Mhm. Weißt du, was wir mit Terroristen machen, Lopez? Langweil mich nicht, indem du das abstreitest. Wir wissen, dass du ein DedSec bist. Denkst du, wir hätten dich zufällig mitgenommen? Ganz bestimmt nicht, Mann. Nichts zu sagen? Tja, dann wird das hier kein Spaß für dich werden, denn ich will Informationen. Der Rest deiner Zelle, wo sind sie? Ich will Namen, Orte, alles, was du hast. Haltet ihr mich für doof? Ich sage euch alles und was passiert dann? Ihr lasst mich gehen? Ich sage nichts. Ich weiß, wie das ausgeht. Oh, das glaube ich nicht. Ich werde dich den Wölfen vorwerfen. Die Kellys haben eine interessante Art, Probleme zu beseitigen. Denkt ihr, ich hätte vor ein paar Gangstern Angst? Oder vor einem Bad in der Themse? Fickt euch! Dafür bist du zu hübsch, Kumpel. Erst werden sie dich verhökern. Für Lösegeld, klar. Dann, wenn sie es bekommen haben, werden sie dich zerstückeln und in der ganzen Stadt verteilen. Was auch immer, ich komme damit klar. Du tust mir fast schon leid. Bringt ihn schon in die verdammte Klinik. Oh, shit. Sie wussten die ganze Zeit, dass er zu der Zack gehört. Das sieht nicht gut für Angel aus. Die Klinik hält sich an die gesetzlichen Öffnungszeiten. Das heißt, jetzt ist geschlossen. Wir müssen Angel auf altmodische Weise finden und ihren CTUS-Hub hacken. Okay. Deportationsängste, schreckliche Lebensbedingungen, unerklärtes Verschwinden. Es macht fast den Anschein, als würden die Medien die Lage hier absichtlich ignorieren und lieber... Oh, sieh eine an, Beatrice Stockley, 89, hat ein neues Hobby, Kickboxen. Faszinierend. Wenn das EPC ein typisches Beispiel für menschliche Interaktion ist, dann wäre doch ein gnädiger KI-Overlord schon ein Fortschritt, oder? Wow, du hast recht. Und jetzt sei still. Alles klar, okay. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen wieder zurück. Und müssen jetzt wohl doch in die Klinik rein, wo wir schon alles geöffnet haben. Irgendwie dann doch schon wieder lustig. So, aber das war jetzt ein bisschen blöd, aber egal. Ach, da lang muss ich. Nixa, oh. Du entdeckst mich nicht. Niemals. So. Alles klar. Aber was das hier oben ist, das reizt mich jetzt schon ein bisschen, Leute. Das mit dem Ball, keine Ahnung, das habe ich jetzt noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber die Frage ist, wie kommt man da hoch? Weil so komme ich ja nicht hoch. Vielleicht über da Dinger, über die hier? Aber das wäre ja ein bisschen doof. Nee. Das geht nicht. Okay, machen wir später mal. Vielleicht finden wir es ja. Gut, okay. Ich habe eine AR-Rekonstruktion von Angels Untersuchung erstellt. Du kannst sie dir in der Klinik ansehen. Fantastisch. Okay, ich habe gerade nur geguckt, wie man da reinkommt oder so. So als Spontanität. So, wir haben ja schon alles geöffnet, also. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Machen wir den Deal, ja? Ich kenne draußen Leute, vielleicht kann ich euch helfen. Lasst mich nur raus hier. Standardprozedur, Mr. Lopez. Aber Sie werden in Kürze gehen können. Fuck, was war das? Sie haben ihm irgendwas implantiert. Das müssen wir uns näher ansehen. Die Gesichtserkennung meldet Treffer für beide. Sie gehören zu Mary Kellys kleiner Bande. Also hatte Inspektor Lau recht. Clan Kelly und Albion stecken unter einer Decke. Was für eine eklige Orgie.
Mikrochips, überzogen mit biokompatiblem Glas, um Abstoßung zu verhindern. Warum haben Sie Angel einen Mikrochip implantiert? Zur Diagnose? Biometriedaten? Nein, die sind etwas ausgefeilter. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass damit eine Dosis eines unbekannten Gemischs injiziert wird. Nichts, was man an jeder Ecke kaufen könnte. Ich könnte den Weg, den er genommen hat, rekonstruieren, wenn dich der Ausgang interessiert. Verfolgen wir das weiter. Vielleicht ist er entkommen. So. Wichser! Ihm nach, bevor es passiert! Oh, was war das? Scheiße! Er haut ab! Los, ihm nach! Oh shit, sie schließen zu ihm auf. Na los, Angel! Na los, Angel, du packst das! Verflucht, wir haben's verbockt! Ohne Übereinstimmung wird sie uns töten! Nein, keine Sorge. Solange er nicht beschädigt ist, ist alles gut. Die Nachfrage ist hoch beim neuen Netzwerk. Hast wohl recht. Wir intubieren ihn und fahren ihn zur Verbrennungsanlage. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass dieser Mikrochip nicht nur ein Peilsender war. Sie müssen ihn von außen ausgelöst haben. Was immer Mary Kelly auch vorhat, sie will Angel lebendig. Wir müssen ihn finden und rausfinden, was sie ihm angetan haben. Und was dieser scheiß Mikrochip damit zu tun hat. Ein bisschen zu fortschrittliche Technologie für Mary Kelly und ihren Schlägertrupp, oder? Könnte Mary zu einer fiesen Dark-Web-Hacker-Gruppe gehören, wie zum Beispiel... welche nehme ich denn da? Zero Day? Interessante Theorie, Bagley. Aber schalt deine Untersuchungsalgorithmen mal ab, ja? Angel braucht uns. Die Verbrennungsanlage, die Sie erwähnt haben, ist vermutlich die in Southwark. Sie ist quasi um die Ecke. Mission abgeschlossen. Unterwegs verschwunden. Somit haben wir das hier auch. Clan Kellys neuer Export. So. So, bei Southwark Verbrennungslager nach Angel. Ja, könnte ich. Sollte ja gleich um die Ecke liegen, haben die gesagt. Dann machen wir das einfach mal. So, wir hauen wieder ab. Also, Tür aufmachen. So. So. Ich bin frei. Frische Luft. Yay. Okay, wir gehen hier rüber. Suchen ein leerstehendes Fahrzeug. Da drüben ist schon eins. Und somit... Oh, wer bist du denn? Nee. So. Okay, also wir müssen jetzt hier rüber. So. Jetzt gucken wir auf die Uhr. Ja, sollte eigentlich noch passen. Da sind wir wieder mit The Upload. Heute werden wir über CTOS 3.0 sprechen. Das städtische Betriebssystem, auf dem jetzt ganz London läuft. Falls es wirklich noch jemanden gibt, der es nicht weiß, CTOS wurde zuerst 2014 in Chicago und dann 2017 in San Francisco eingeführt, bevor es zu uns nach London kam. Aha. Und bei jeder Einführung gab es eine mehr oder weniger totale Katastrophe. Für alle, die uns zuhören und das Glück haben, die chaotischen Szenen in London nicht live miterleben zu müssen, ihr dürft nicht vergessen, dass der Telecoms Tower jetzt Bloom gehört. Der Tower thront über dem Nordwesten Londons. Er war schon immer ein wesentlicher Knoten des Fernseh- und Kommunikationsnetzwerks. Das gut, alles klar. Da sind wir wieder mit The Upload. Heute werden wir über CTOS 3.0 sprechen. Das so, wir sind angekommen. System, auf dem jetzt ganz London läuft. Falls es wirklich noch jemanden gibt, der es nicht weiß. Warte, was war das? Wo? Hier haben diese Kelly-Gangster Angel hingebracht. Stimmt mich nicht sehr optimistisch. Komm schon, Kopf hoch, wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Ja.
So, weg. Das tut sehr weh im Gesicht. Nicht so gut für die Gesundheit. So. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Na komm, hau ab. So, das ist richtig. So, wir müssen auf jeden Fall auf die obere Etage kommen. So, da ist es. Da müssen wir hin. Das sind ja zwei. Ey, ich bin doch... Was? Was? Yeah! Okay, alles hat ein Ende. No, die Wallstadt 2. Verletzt. Aber gut. Das kann ich mal wieder meine mal nehmen. Die auch mal wieder in Aktion treten. Es wird auch langsam mal Zeit. Definitiv. Gut, also ich hatte nur einen gesehen, naja, waren zwei, das war gerade der Fehler und da kam der dritte auch noch dazu, der eine war ein höheres Mitglied anscheinend, ob es Mitglied oder ohne ist, weiß ich nicht, aber ja. So, aber wir gehen nochmal hier rein. So, weg mit dir erstmal. So. Ich hab dich eigentlich gestört. Komm her. Verdammter Schwach. Mhm. Ey, ich hab bin ausgewichen. Er hat ein Konto reingehauen. So. Du bist eine scheiß Afro-Frisur. Gib mir auf den Sack. So, okay. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Auf ein neues. So, haben wir das schon mal eingesammelt? Da hinten ist noch eine. Da oben ist noch die Maske. So, warten wir mal hier kurz. Sicher, sicher. So. Ausschalten. Hammer. Frage ist, wie komme ich auf das Gebäude hier oben drauf? Da, eine Leiter.
So, mal ausschalten. So. Da tun wir die Maske hier mitnehmen. Okay. Ich hoffe, es gibt noch mal andere, interessantere Masken. Weil die tun sich alle irgendwie ein bisschen immer wiederholen, was das optisch angeht. Okay, da komme ich jetzt nicht rein. Dann muss ich wohl da. Zu dem hier. Alles klar. Gut, also machen wir erstmal hier. Das hier. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen, aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Dann legen wir los. Okay, ab in den Keller dann wohl. So, haben wir den auch mal schon mal ausgeschalten. Gegner neutralisiert. So ist es schön. Ja, warte mal. Ich will kurz gucken hier oben. Scheint. Okay, ich habe die Trophäe verdient. Und bleib unten. Okay. Na dann. So, aber für die Technikpunkte muss ich noch höher. Scheint wohl hier zu sein. Ah ja. Technikpunkt einkassiert. So. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir nach unten in den Keller und gucken, ob wir den irgendwie befreien können, die Person. Was ich mal hoffe. Ja, eigentlich haben wir ja eigentlich alle ausgeschaltet, so wie ich weiß. So viele sollten es nicht mehr hier geben, was das angeht. Nur gucken, wie wir da hinkommen. Scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Auweia, Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er führt entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Großartig. Okay. Alles klar. Dann muss die Luxusdame wohl da rein. Okay. Das ist nicht so toll. Yes. Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Wir müssen reden. Ich will aber nicht, ich habe Angst vor dir. Du hast einen abgestochen, du Mörderin. Naja, ich komme ja schon. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Alles okay? Der Typ sah aus, als wollte er sie zu Filet verarbeiten. Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Moment, Sie sind Caitlin Lau, diese Polizeiinspektorin. Wir haben Ihre Logs gesehen, im Alleingang gegen Mary Kelly zu ermitteln. Mutig, aber dämlich. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel, Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Nicht ganz. Ein Freund. Er ist aus dem EPC verschwunden und seine Spur führte uns her. Der Gedanke, dass hier all die vermissten Personen gelandet sind, ist grauenvoll. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und
Sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Verständlich. Sie müssen sich ausruhen. Jemand von uns wird sie abholen kommen. Ich werde Angel finden. Und ihre Dateien auch. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Dann sollten wir vielleicht zusammenarbeiten. Mary Kelly hat es offiziell auf DedSecs Abschussliste geschafft. Okay. Okay, jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. So finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Ich werde hier drin warten und danke für die Hilfe. Zusammen sind wir stärker. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clan Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Entnahme. Ein sehr netter Euphemismus, Bex. Oh Gott, mir wird gleich schlecht. Die Gesichter sind zu entstellt. Och, arme Schweine. Bagley, mach eine Gesichtserkennung. Vielleicht können wir sie identifizieren. Die Gesichtserkennung klappt nicht. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. Okay, ich soll ein Foto machen. Kamera. Ziel ins Gesicht. Okay. Leider muss ich bestätigen, dass das wirklich Angel Lopez ist. Oh, fuck. Angel. Er kannte das Risiko und ich auch, aber... Hätte nie gedacht, dass DedSec in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten muss für DedSec oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin Laus Untersuchungsakten zu Mary Kelly finden und herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? Okay, das sind zwei Leute. Ich kotze, wenn du weiter Scheiße laberst. Schlimm genug, dass wir hier ran müssen. Ich will das nicht hören. Tut mir leid, Mann. Dieser Gestank bleibt kleben, ne? Letzte Nacht habe ich diese Tussi angemacht und sie ging einfach. So, einen kann ich auf jeden Fall, auf den zweiten muss ich leider so ausschalten. Aua. Ja, ich weich doch aus. Fick dich, ja? So, endlich. Mein Gott. Okay, wir haben auf jeden Fall ausgeschalten. Dateien. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Ja, klar. So. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Ding hier noch. Und ja, dann war es das ja eigentlich auch wieder mit der Folge. Wie die Zeit vergeht, meine Leute. Wie die Zeit vergeht. Es ist heftig. Tausend. Der Zack. Caitlin Lau hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung oder ein Häuflein Asche. Es freut dich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir mit der Polizei zusammenarbeiten. Aber so halten wir Mary Kelly am besten auf. Daher kann ich damit leben. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch. Bagley, ruf alle zusammen. Wir müssen diese Dateien durchschauen und uns überlegen, was wir unternehmen. Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. Alles klar.
So, dann wahrscheinlich wieder zurück zum Unterschlupf, aber das wird wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge sein, wahrscheinlich dann auch die letzte Folge. Ich weiß es noch nicht, mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ich habe auf jeden Fall jetzt Samstag und Sonntag jeweils 5 Videos hochgeladen. Jetzt, also ich werde noch eine Folge machen und dann hochladen. Die Bekanntschaft hat wohl einiges einstecken müssen und liegt jetzt im Krankenhaus. Steht einige Zeit nicht zur Verfügung. Mhm. Wenn du clever bist, solltest du einen Sanitäter für das Team rekrutieren. So verkürzt du den Krankenhausaufenthalt und holst das Teammitglied wieder ins Team. Okay, gut zu wissen, danke. Und wie soll ich sagen, ja, jetzt schauen wir mal einfach mal nach der 10. Folge, wie es dann die laufenden Tage passiert, wie es sich entwickelt. Und ich denke mal, wenn es gut läuft, mit euren Kommentaren, mit euren Support, mit eurer Dings etc., mit eurer Unterstützung sozusagen, würde ich mich freuen. Wird da wahrscheinlich auch mehr kommen. Ich freue mich wirklich sehr drauf, weil das Spiel macht bis jetzt auf jeden Fall Heidenspaß. In der nächsten Folge werden wir erstmal schauen, was wir machen. Ob wir doch erstmal neue Rekruten sammeln oder sonstiges. Dann werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge reinschauen. Und seid auch dann hoffentlich auch dann dabei, wie es weitergeht mit Watch Dogs Legion. Mein Name ist Christian-3000 und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.